Hallo und herzlich willkommen zurück zur Phasmophobia Weekly Challenge. Heute geht's für mich und Steve nach Prison mit keinen Hiding Spots und Zero Sanity. Bist du schon aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt, ich werde diese Challenge hassen. Wir haben halt jetzt. Erstens ist es die totale Lieblingsmap von jedermann und zweitens No Sanity. Du bist immer in Line of Sight gefühlt bei Prison. Das heißt, der Geist wird dich immer einholen. Naja, werden wir mal das Beste draus machen, würde ich sagen. Na, Steve und ich haben in der letzten Zeit festgestellt, dass wir Prison echt gar nicht geil finden. Also wir haben die letzten Tage so ein bisschen auf Randomized Maps gespielt und so. Und Prison war halt immer da, wo wir am meisten verkackt haben. Auf einer ganz normalen, simplen Profi-Runde. Also wir haben halt nicht mal übertrieben oder so, sondern einfach eine ganz simple Profi-Runde. Und absoluter Abfuck. Aber ich würde sagen, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Und dann nicht lang schnacken und lass uns reinhüpfen in Prison. Hast du denn was Gefährliches gemacht, warum wir im Gefängnis müssen? Weil wir haben keinen Geisteszustand, gehören in die Klapse. Ja, das ist wohl wahr. Guck mal, sogar unser Chart ist weg. Ich bin noch gar nicht reingeladen. Dein PC ist fast as fuck, boy. Und meiner nicht so. Ich höre 40% übrigens. Okay, warte, jetzt 80. 90. Jetzt hier 5 Minuten 90 und dann geht's los. Ah, doch keine 5 Minuten. Oh Gott, ich habe gerade kurz Angst gehabt, dass mein Spiel abgeschmiert ist. So. Oh nee, wir haben Tier 1 Equipment. Obwohl, es ist Zero Sanity, aber nicht Zero Evidence, ne? Wir haben keine Smudge. Wir haben keinen Smudge. Okay, Ich werde diese Challenge hassen. So was von hart hassen. Ich werde sie auch hassen. Ja gut, ich nehme mir noch einen Thermo mit und ein EMF und dann mal gucken. EMF. Achso, das ist ja unwichtig hier. Ich hoffe, ich habe Prison ausgewählt, aber ja, habe ich endlich. Oh, das wird so bad. Das wird so bad. Mit den auch noch mit den schlechten Taschenlampen. Die hatten uns wenigstens Taschenlampen. Achso, ne, die geht ja nach außen auf. Guck mal, wir haben Monkey Paw. Mach ich mal. Wünschte, der Geist wäre eingesperrt. Ich wünschte, der Geist wäre gefangen. War der Hand jetzt schon, der Pisser. Weißt du, was Warte. Du noch... Können wir das nicht auch machen? Ich wünsche mir geistige Gesundheit. Easy. Jetzt sind wir bei der 50%. Oder ich, weiß ich nicht. Müssen wir rauschen, wo der ist, oder? Ja. Es könnte unter Umständen sehr dunkel werden in Games. Tut mir jetzt schon leid für Leute, die zusehen. Oh, der Breaker ist kaputt. Schon fertig. Mit Handen. Ich kann mir vorstellen, dass er oben ist, weil ich habe hier unten nichts gehört. Er ist fertig mit Handen. Und er muss oben sein irgendwo, weil hier unten wäre ja ein bisschen. Das wäre, glaube ich, offensichtlich gewesen, wenn er hier unten gewesen wäre. Ich glaube, er ist wieder. Entschuldigung. Oh, ich habe eine Tür gehört. Ich auch bei mir. Bei dir? Ja, irgendwo bei mir. Keine Ahnung, wo du bist. Beziehungsweise ich hab ja mein Dings an. Parabolmikrofon, obwohl es scheiß Level 1, das ist nicht so geil. Ja, ich habe Parabolmikrofon an und habe das übertrieben laut gehört. Aber ich glaube nicht, dass es Ja, er ist bei mir. Wo bist du denn? Er ist bei mir. Bist du Block B? Nee, ich bin gleich im ersten Raum links. Und der wird mich umbringen. Aber warum, hä? Dann wären wir doch eigentlich instant tot gewesen. Nein, das Problem ist,
Dieser, ich wünsche mir geistig gesund zu sein, Wunsch, sorgt dafür, dass der Geist den Raum wechselt. Und der ist jetzt gleich am Eingang links den ersten Raum. Okay, das ist hier immer 5. Warum renne ich eigentlich rein ins Haus? Ich glaube, ich muss eine Hand abwarten. Das ist, glaube ich, meine Sache. Wir haben eher mal 5 übrigens, ja? Wo, wie komme ich hoch? Der ist nicht oben, der ist hier unten. Ich weiß, aber ich muss ja weg vom Geist und ich will eigentlich nur eine Hand abwarten. Mein Parabolmikrofon ist übrigens hier unten, ja? Noch handelt er nicht? Nee, ich werde es mitbekommen. Und das ist, okay. Das meine ich mit dem Nein aus Zeit brechen, das ist keine Chance. Der war raus und sofort war er fast gewesen. Die Sache ist, wenn ich herausfinde, was für ein Geist ist, ist es ja egal, ob du stirbst oder nicht. So, jetzt handelt er? Ja? Er ist fast! Er ist schnell, ja. Ich muss einfach beten, dass er mich hier nicht findet. Er geht die Treppe hoch. Ich bin tot. Wieso? Ja, doch, du bist tot. Ja, er ist tot. What the fuck, Alter? Ich würde einfach ganz prinzipiell auf Twins gehen, weil das war nicht super fast. Fast, es war nur slightly faster. Nee, aber es war auch kein. Es war kein Raichu fast. Also muss es Twins sein. Ich glaube, das oder ist Mimic. Twins. Es war nur. An dem Mimic kann er nicht, ist ja EMF5. Es war auf jeden Fall EMF5. Also. Jin. Die haben den Geist verschnellert. Das ist ein Jin. Oh, sorry, aber ich werd die so hassen, die hier umgehen. Das ist so furchtbar. Kein Wunder, dass ich so fast gestorben bin, weil der war übelst fast gewesen bei mir. Na aber gut, warum? Neue Runde, neues Glück. Warum machen so die denn noch ein. Frag mal nicht nach Sanity, weil sonst wechselt er in den Geisterraum. Aber ist doch. Eigentlich ist es besser, weil wir wissen, wo der Geist ist, weil wir müssen ja Beweise finden. Ja, deswegen nehme ich ja Parabolmikrofon mit. Okay. Ich versuch. Nicht für geistige Gesundheit zu sorgen. Vielleicht war das keine gute Idee. Deswegen wollte ich ja fragen, ob der Geist gefangen ist. Ja, das war einfacher gewesen. Vielleicht haben wir ja nochmal Monkey Paw. So, ja stimmt, die geht immer noch nach außen. Oh, ich habe eine Tür gehört. Ich gerade zu. Das ist Geist fucking Rip, ne? Ja. Der hat irgendeine Tür berührt hier. Hier, die hier. Nee, nicht die hier. Ich hab hier hinten EMF. Komm. Ist aber nicht EMF5, ist EMF4. Nur der ist hier drinnen, in dem Raum. Wie gerade eben? Ja, ich hab den gehört und hab den Typ. Nein, gehört. Hier, direkt am Anfang. Oh Gott. Ich renne in dem Raum, wo er vorher war, genau. Nein. Ganz, doch. Aber nur. Nein, der war doch in dem anderen Raum. Der war genau in dem Raum. Ich dachte, er wäre in dem anderen Raum gewesen. Oh Gott, bitte sterb nicht, ja. In dem Raum bin ich auch gestorben. Wir haben keine Kruzifixe. Ich dachte gerade zuerst, wir schnell Kruzifixe reinschmeißen, aber wir haben keine. Also die Temperatur geht hier auch wieder hoch. Okay. Ist egal. Lass einfach alles da reinschmeißen. Ich will echt nicht sterben. Nein! Ist du geistig, Mann? Ich hab Angst. Egal, das wird schon. Wir kriegen das schon hin. Hast du jetzt eine Cam mitgenommen? Keine Orbs. Okay. Weiß der Wind? Noch eins? Fühlt sich irgendwie wie ein Wo bist Union. Du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay, wir haben Ghostbox. Ghostbox? Ja. Dann kann es gar keinen ohne mehr sein. Hey, Beweise. Box. Es ist Dots. Okay, das fixt etwas. Wenn es ein Dio ist, dann haben wir endlich mal Glück. Dann nehme ich mir dafür Glowstick mit, damit ich ein bisschen was sehen kann. Könnte auch Phantom oder Gespenst sein.
Ja, das ist nämlich auch ein Cam-Match, falls ihr nächstes Mal Geister-Event macht. War das ein Geister-Event? Ja. Ich glaube schon, ne? Ja, bei 5 hätte ich glaube ich schon gehört, aber weiß ich ja nicht. Ist ja. Kann man ja nie wissen hier. Hunted. Hunted. Hast du dich versteckt oder bist du tot? Das ist ein Dio. Okay. Gott sei Dank. Zeit für ein bisschen Kaffee. Habe ich ein Geisterfoto Nein. hingekriegt? Ja, du hast ein Foto, ein perfektes Foto gemacht. Und dann hast du noch eine Interaktion 1 gemacht. Digga, Egal, wenigstens kriegen wir 20 Buckarinos. wie lange will er denn noch hunten? Also, das ist der entspannteste Ghost hierfür. Definitiv. Wenn wir bitte 3 Dios haben, kannst du rauskommen. Habe erst Angst gehabt, weil er übelst fast war. Ich hab schon, deshalb habe ich nichts mehr gesagt. Auf einmal wird es slow und ich dachte so, oh Gott sei Dank, Alter. Naja, kann er nur. Ist er nur Dio, Gespenst oder Phantom? Und Gespenst und Phantom sind Normal Speed Ghosts. Wie ein Frosch im Hals, tut mir leid. Entschuldigung. Welcome back. Ja, Back for bad nice. jobs for you. Endlich mal ein bisschen Umsatz gemacht hier. Okay, noch zweimal schaffen. Was sagst du davon? Wie viele Runden brauchen wir noch, um das noch zu schaffen? Es sei denn, wir haben nur Dios. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 24, dass wir in der Runde Dio bekommen, ne? Also nicht gerade sehr hoch. So. Jazz? Wer heißt denn Jazz? Also so wie die Musikrichtung. Gleich mal alle beleidigen, die Jazz heißen. Unglaublich. Es tut mir leid, aber wer heißt denn so? Wahrscheinlich sehr viele. Ich will niemanden beleidigen. Das ist nicht meine Intention dahinter. Oh, ich habe einen Quiek gehört. Das könnte auch Ambience Noise sein. Ich mal Paramic richtig laut. Ja. Wusstest du nicht, dass das mittlerweile so ist mit dem Paramic, dass du auch die Ambient Sounds hörst? Ab und zu mal mit einem Lichtschalter vielleicht checken, ob der handelt. Gibt's gar keinen Lichtschalter. Schön. Wo denn? Er ist fast. Oh ja, hunted. Oh no. Er ist fast, er ist viel zu fast, aber ich sehe ihn nicht. Wer ist hinter dir? Nee, er ist vor mir. I'm dead. Er ist fast, sagst du? Also erst war er langsam, aber ich glaube, er ist nur fast gewesen wegen Line of Sight. Ich habe ihn gar nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört mit meinem Paramic. Und als ich ihn gesehen habe, war ich schon tot. Also du weißt ja nicht, aus welcher Richtung er kam. Der kam entweder aus, warte. Ja, aus Block B kam er. Der müsste entweder von oben gekommen sein. Aber ich habe ihn eher von links gehört. Warte, ich gehe mal hier lang. Aus. Ja, hier aus dem Cafeteria-Bereich so. Von da müsste er ungefähr gekommen sein. Aber ich kann es natürlich nicht mit 100% sagen. Auf jeden Fall kam aus der Richtung die Footsteps, die ich die ganze Zeit beobachtet habe. Ja, aber wenn er aus dem Cafeteria-Bereich kommt, dann. Nee, hier, warte. Warte. Ist sehr nah. Ja, genau. Hilfe.
Aber er ist noch im Sweet. Ist schon vorbei? Nee. Ich glaube, der ist noch umgegangen. Achso. Ja. Der ist über mir. Als ob er immer nicht. Ich glaube, wir können rausgehen. Was denn? Smiling. Deswegen habe ich ihn nicht gehört. Oder nicht gesehen. Nur mit dem Paramike. Oder warum war ich tot? Okay, wenn du das sagst, ich vertraue dir. Ich würde einfach rausgehen mit Smiling. Weil ich war gerade im selben Raum mit ihm und ich habe keine Footsteps mehr gehört. Ich war auch die ganze Zeit, weil ich bin der Meinung, dass die ganze Zeit bei mir rumgerannt. Aber. Okay, wir haben EMF 5, falls er nicht Geist-Event gerade gemacht hat. Also, das würde es nochmal validieren. Also, keine Ahnung, ob er ein Geist-Event gemacht hat. Ich war nicht in seiner Nähe. Aber ich gehe mit Meiling. Ja, ich würde auch mit Meiling jetzt rausgehen. Beziehungsweise, ich bin der Tod. Ich gehe nirgendwo mehr hin. Also das ist der Grund, warum ich ihn nicht gehört habe. Und ich habe ihn erst gesehen, als ich tot war, sozusagen. Das Blöde ist halt wirklich, dass du keine Dinge hast. Obake? Warum hört man die nicht? Hättest du sehen müssen, wirklich, Steve. Ja, ganz, ganz schlimm. Der, so wie letztes Mal, als ich ihn ganz mit der Hand verfolgt habe und er nicht einmal in Ghost Mode gewechselt hat. Eigentlich muss er einmal pro Hand sein Ghost Mode wechseln. Eigentlich. Aber ich... dieser Raum, wo ich gestorben bin, ne? Da ist rechts ein Raum, der ist gar nicht groß. Ich stand an der Tür, er war auf der anderen Seite, ich habe ihn nicht mehr gehört. Deswegen habe ich mich debaten lassen davon. Ah, du, alles gut. Ja, ja. Sowieso eine doofe Challenge. Das ist echt eine doofe Challenge, ich mag die gar nicht. Ich nehme jetzt einen Glowstick in der Hoffnung, dass es hilft. Ja. Ich folge mir die Gliding an. Boom. Ah, ist wirklich an. Aber kann man jetzt überhaupt was sehen? Mit dem Glowstick? Kann gar nicht so gut sehen. Ja, ich glaube, ich hier was drin geworfen. Nicht schon wieder! Ich habe irgendwas gehört mit meinem Paramike. Ah, da kommt ein Geister-Event. Tisch! Das ist kein Oni auf jeden Fall. Aber der Geister-Event ist abgehauen. Ich glaube eher, dass er hier ist. Oh Gott. Digga! Was gehört? Oh shit! Mach deine Taschenlampe aus! Oh shit! Oh shit! Ich bin tot! Ja, ich bin tot. Ich wusste nicht wohin. Scheiße. Ist das ein Dio? Warte mal. Hä? Warum war der denn jetzt langsamer? Soll ich Dio testen? Oh, das war ein Raichu. Aber ich hab doch gar kein Equipment angehabt. Ich aber. Oh, ich hasse es. Was für eine blöde Challenge. Soll ich mal prüfen, ob es ein Dio ist? Es war auf jeden Fall kein EMF 5. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Zumindest diese eine... Kaffee-Cup, den er da geworfen hat. Jetzt. Es ist übelst fast, es ist ein Dio. Und ja, ich bin okay, an einem scheiß Dio gestorben. Werden wir jetzt ernsthaft wegen drei Dios gewinnen, Steve? Wir werden wegen drei Dios gewinnen. Müssen wir ganz glücklich kommen, dass wir ganz viele Dios kriegen. Oder sowas wie ein Rev oder sowas, was halt offensichtlich ist. Was man mit einer Hand herausfinden kann, weißt du? Ich glaube, mein Problem war, dass ich in der Ecke gefangen war, weil ich die Tür nicht aufgemacht habe. Sonst wäre easy gewesen. Er ist übrigens nicht in dem Raum hinten drin, sondern hier gleich vorne im Eingangsbereich. Hier habe ich Freezing. Also Freezing Breath. Du kannst ihn überall haben, weil obwohl das Wetter, ich weiß nicht, was für ein Wetter wir gerade haben. Regen, glaube ich. Aber dann ist es doch eh schon kühl, dann kannst du es doch überall haben, oder nicht? Nicht hier im Raum ist, hier im Raum sind 3 Grad. Achso. Ich komm mit.
Ne, da lang geht's nicht, geht geradeaus. Wenn du jetzt wegen 3 Dios gewinnst, Steve. Ja, ist echt so. Gerade auf dich gewartet, Alter. Ja. Komm ins Jenseits. Oh boy. Welcome back. Yay, $75. Ich bin so gut. Keine Knochen gefunden. Ach man. Weißt du, als hier diese Challenge rauskam, da war ich relativ fresh in dem Game. Das ist auch die erste Challenge, die es damals war. Mhm. Und ich habe die nicht zu Ende gebracht. Habe ich nicht hingekriegt. Das heißt, ich spiele ungefähr jetzt ein halbes Jahr Fasmo. Naja, ich habe Challenges zum Anfang gar nicht gespielt. Ich habe später erst gespielt. Warum kann ich mich nie dran gewöhnen, dass die Tür nach außen aufgeht? Wir haben schon wieder Dingens da. Willst du? Ich wünschte, der Geist wäre gefangen. Hier ist er fängt einfach instant an zu handeln. Nee, wir sind gefangen. Das heißt, er ist hier, nee, oder? Nee, ja? Wir sind nicht gefangen. Er huntet einfach nur. Wir müssen jetzt halt nur warten, bis schön, der Hunter schön. Du hast ihn mit dem Parabolmikrofon. Oh, er ist ja so weit weg, Alter. Ist vorbei. Ich höre ihn auch nicht mehr. Jetzt nur eine Tür finden, die geschlossen ist. Na, ich denke mal, er wird oben sein. Hier ist er nicht. Weil ich habe ihn halt gar nicht gehört. Also ich glaube, er ist um. Nee, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo bist du denn? Oh, er ist fast. Oh, shit. Der ist Block A. Nee, rechter Block. Ganz links. Oh Gott, ich hör's. Oh, komm ich durch. Ich kam nicht durch. Er war aber schnell gewesen. Der ist gespawnt und fast. Also hier Block A und dann. Also rechts rein und linke Zellenseite sozusagen. Oh, ist rechter es Block. Das ist gut zu wissen. Dass es Finkies sind. Linke Seite? Ist ja völlig Bockwurst, obwohl, nee, ich brauch nicht. Genau, weil da war nämlich ein geschlossen Zeichen dran. Wegen I wish the ghost was trapped. Oh Gott. Ich hau jetzt erstmal ab. Ist mir zu risky. Okay. Also. Oh Gott, wo bin ich? Ich bin falsch gelaufen, tut mir leid. Nee, ich stehe gerade hier und warte auf den Hand, um zu gucken, ob er trotzdem schnell ist. Weil Fingis, wenn du sagst, könnte theoretisch Anto sein. Weil der war instant super fast. Ja, das Problem ist, bei Hantu. Was willst du machen? Wir haben keinen Breaker und es sind kühle Temperaturen. Sowieso ja. Arschkarte. Okay, was kann ich denn jetzt mitnehmen? Aber man kann Breathing Breath, Freezing Breath aus seinem Mund. Warte mal, du Tisch hast doch gesagt, es ist Block A, ne? Rechter Block, linke Zellenseite unten. Na, so werde ich das nicht sehen. Also wenn das richtige Block ist, dann werde ich die Geister Orbs nicht sehen. Bei Hand, du hast doch Geister Orbs. Mhm. Mhm. Boni. Boni Videocam. Es ist komplett ruhig hier, ne? Er hat nicht einmal gehuntet. Na, ich bin gerade draußen gewesen, deswegen. Oh.
Ich trau mich nicht. Ich werde bestimmt sterben. Hunted. Nö. Pass das Fuckboy. Hä? Hast du nicht rechte Seite gesagt? Bist du auf der rechten Seite? Du warst ja gerade da gewesen. So, weil ich ihn nicht gehört habe. Er ist super schnell. Ich komme als geistig hinterher. Ich komme einfach nicht hinterher als Toter. Er ist jetzt oben. Wir haben Fingerabdrücke. Was macht denn. Kann er nur Mimic oder Hantu sein? Weil Jin hat keine dauerhafte Schnelligkeit, nur in Line of Sight. Und Thay kann es sein. Mm-mm. Wir haben Warum Fingies. Warum soll das keine Thay? Weil wir Fingies so. Haben. Ultraviolette, kann es nur Hantu sein? Oder Mimic. Mimic. Das ist die einzige Mischung. Ich würde über Hantu gehen, ich habe auch keinen Freezing Breath gesehen, muss ich mal an seinem Mund. Also wenn es kein Crouching Geist mal ist, endlich. Dann kann ich gucken, ob er Freezing Breath hat. Aber er ist die Crouch ja die ganze Zeit. Ich geh jetzt mal. Ich spring eine Sache rein und dann renne ich sofort weg. Aber ich habe jetzt eine Kamera aufgestellt, die ein bisschen besseres Engel hat. Und wie sehe ich denn Orbs? Ich mach die ganze Zeit hier oben irgendwas auf und zu. Wer Hand und nicht Orbs? Ja, doch. Diese Kamera ist so trash. Ich sehe halt null Orbs. Aber wenn er schnell ist, hat er gerade was geworfen. Sehe ich mir das. Achso. Mach doch sowas nicht. Du bist sicher, dass der Geist noch da ist? Definitiv. Ich hab wieder ausgehört. Spiritbox werde ich definitiv nicht prüfen. Wieso kannst du gleich direkt nichts in der ersten Zelle machen? Trotzdem nicht, ihr werdet sterben. Ich hab bisher die ganze Zeit immer von ganz weit hinten gehuntet. Ja, aber dann bringt mir das ja auch nichts, weil dann der Geist ja auch ganz weit hinten ist. Ach ja. Da gibt's Sinn. Was kann ich denn jetzt machen? Ich würde tatsächlich einmal mit Hantu gehen. Und du sagst ja schnell, ich glaub dir. Dann hau ich jetzt ab. Also ich kam als Geist nicht hinterher. Ah, ich hab einen Orb gesehen. Da ist ein Orb. Das gibt mir schon mal ein bisschen mehr Hoffnung, dass es ein Hantu ist. Hab ich jetzt Hantu reingemacht? Bin ich doof? Ja, hab ich reingemacht. Ah, yay! Wir haben es geschafft. 5000 Takarinos. Ich habe das 51. Neue EMF freigeschaltet, Steve. Wir haben es geschafft schon? Echt? Ja. Es ging jetzt auch schneller Dio, als einmal Hantu. Ach ja, stimmt. Du hast das OP-EMF? Ich habe das OP-EMF gerade freigeschaltet. Und damit werde ich jetzt auch weiter mit dir spielen, Steve. Jojo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ne? Ja, so wie immer, ne? Lasst ein Like, ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.